Hey, so und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Majora's Mask 3D. Beim letzten Mal haben wir ja den Dämmerwald-Tempel abgeschlossen und sollen uns nun mal nach hier rüben begeben. Allerdings ist nicht der Justin diesmal bei mir, sondern der... Chaos-Sonic-X89, der mal kurzfristig für ihn eingesprungen ist. Ja, der Justin, der hat privat ein bisschen was zu tun. Blöder Link. Und ich habe irgendwie einen merkwürdigen Druck auf der Brust, weshalb ich eventuell nicht ganz so viel rede. Und da ist der Chaos schon eine willkommene Hilfe gerade. Jawohl. Ich habe nur keine Ahnung, woher das kommt. Es nervt auf jeden Fall ein bisschen beim Reden, weil es leicht wehtut. Aber sonst... Naja, was soll's. So. Ich habe auf dem 3DS-Bildschirm gerade gespuckt. Moment mal kurz. So. Gut, wir müssen ein Wettrennen gegen ihn hier führen. Link, hopp, Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deku etwas für euch vorbereitet, die wir glauben, dass es euch nützen. Ich werde euch dorthin führen. Bitte folgt mir. Okay, wir folgen dir mal. So. Mach deinen auf Mary Poppins. Ja, lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Auf jeden Fall gibt es hier eine Stelle bei dem Rennen, die kann schon etwas nervig sein. Da muss man nämlich ein bisschen, ich glaube, getimed springen. Oh Gott, wo ist er lang? Ah, ich bin tatsächlich richtig gegangen. Nicht da lang, alles klar. Ich glaube, hier musste man auch gegen die Zeit ein bisschen anlaufen, kann das? Kann sein. Wow. Ich habe nur meist bei der Passage immer auf den normalen Link zurückgewechselt, weil der besser springen kann. Ja. Das ist mir auch gerade so eben mal aufgefallen, dass ich das auch machen sollte. Das war nämlich die tricky Passage, die ich meinte. Aber ich glaube, es gab noch eine. Ach, die ist eigentlich relativ simpel. Wenn man das so macht. Und dann so. Und dann habe ich mir noch... guten Abend, Rody. Wie geht's dir denn so? Wie war dein Tag? Verdammte Scheiße, hier geht's lang. Dann habe ich mir noch gedacht, dass wir die Schießbude auch noch eben beenden, wenn wir schon mal hier vorne sind. Du heiliger Kräle. Und kleiner Fun Fact, im N64-Teil waren das hier keine Gitter, sondern Flammen. Ja, deshalb sollte man auch durch den einen Raum nicht als Deku gehen. Wir müssten aber bald mal da sein. Ja, so viel kann nicht mehr kommen. Whoop. Autsch. Rody, schreibt die dir irgendwelche Texte, Chaos? Ich überlasse dir das mal eben, wenn du ja, das ja, man muss auch kannst. Gegen die Zeit laufen nach einer gewissen Zeit. Schließen sich Türen, hat man ja vorhin auch kurz gehört. Und sein Tag war recht nice und es geht ihm gut. Wunderbar. Wenigstens einen, denen es gut geht. So, zack. Hopp. So, ich glaube, jetzt sind wir vorm Ende. Viel kann nicht mehr kommen. Ja, da ist ja, das Ende. Ja, da ist es schon. Wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das im ersten Versuch hinkriegen. Ja, red mit mir. Gut gemacht, Link. Ist die Belohnung, die wir versprachen. Bitte nehmen Sie. Hey, pick mal die alte Schweinefresse. Wuhu. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der vor Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Dem fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch trotz meines Alters ein wenig zu hart herausgefordert. Bitte vergebt meine Unwissenheit. Tretet in das Licht, um diesen Ort zu verlassen. Ich hoffe, ich werde euch einmal wiedersehen. Lebt wohl, Link. Ah, das glaube ich eher nicht, Deku Butler. Und es geht auch die...
sehr schlüssige Theorie rum, dass der eine Deku-Baum in der Höhle, den wir. Okay. Den wir gesehen haben, der Sohn des Butlers sein könnte. Ganz am Anfang des Spiels. Ja, gut möglich. Und flop. Und wieder Roddy Text. Okay, wollte fragen, wie es dir geht, ob der Druck nachgelassen hat. Etwas. Und würde es anhalten, solltest du zum Arzt gehen und er wünscht dir noch eine gute Besserung. Also, dass ich zum Arzt muss, das ist jetzt nicht der Fall. Es ist nicht so ein Druck, dass irgendwie ein Tumor oder so weg. Das weiß ich. Weil das fühlt sich eher so an, als ob man aufgeregt wäre und gleichzeitig irgendwie ein Rülpser oder so vorbereitet. Ich kann es nicht wirklich gut beschreiben. Es ist auf jeden Fall nichts, wo ich mir denke, oh, da muss ich jetzt, da bin ich jetzt in Lebensgefahr. Oh Gott. Ich war jetzt in Absaufgefahr vielmehr. Fühlt sich auf jeden Fall einfach nur wie ein Gas an. Und den Andy hat es auch hier verschlagen. Ich wünsche dir ebenfalls einen guten Abend. Und wie war dein Tag? Ja genau, wie war denn der Tag? Also wir brauchen auf jeden Fall noch, also beziehungsweise können wir noch irgendetwas machen, bevor wir zum Picky Bernia aufbrechen. Wo wir noch mehr Herzteile bekommen könnten. Also ich weiß, ich glaube beim Dämmerwald, dass also da eine Truhe mit dem Herzteil, ich glaube, das hast du noch nicht geholt. Nein, hier hatte ich keine Truhe mit dem Herzteil, wo war die denn? Das müsste ich gerade mal selber nachschauen, wo haben wir die? Da müsste ja Moment. In der Liste müsste das ja stehen, da stehen ja alle Dämmertruhen-Herzteile. Ja. Also eine große rote Schatzkiste müsste im Dämmerwald sein. Also dem Sumpfgegend, also da wo der Dämmerwald-Tempel war. So mit der Deko-Blume rüberfliegen. Doch, die haben wir doch schon. Ja? Also bei mir ist auf jeden Fall nicht abgehakt. Ich will nochmal die Melodie kurz nachgucken. XA. Kann ich ihn nicht direkt in den Sumpf beamen, oder? Ich sehe mir jetzt nicht, dass da hinten die Eulenstatue ist. Ah, doch, ich bin beim Sumpf. Jetzt müssen wir da mit der Deckerblume rüberfliegen. Ach so, da bin, ja, da bin ich tatsächlich nicht rüber geflogen, weil ich zum Dingens wollte, zum Tempel an sich. Wow. Warte mal, werden da auf der Minimap die Truhen angezeigt. Wenn es dort die Großansicht der Minimap haben, da könnt ihr vielleicht an, welche Truhe es ist. Es sind nur oben zwei Truhen. Also von den oberen, einer von den beiden müsste das Herzteil Truhe sein. Und ich glaube, es ist die untere, die auf diesem Pfad ist. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich. Von da aus komme ich darüber. Oder? Wow. The Roddy hat wieder einen Text. Chaos. Okay. Also von der Terry hat er also auch schon gehört. Also die ersten drei besonderen Masken vom Charakter verwandt. Ja, bereits tot sind. Ja, das ist die Truhe da. Und da stimme ich sogar heute zu. Es könnte wirklich sein, dass der Orokette ja den Sondersbattles getötet haben könnte und den Link dann zu ihm verwandelt hätte. So, Energieleiste erweitert. Das Herz kannst du jetzt abhaken. Hab ich. Gut.
Und von den Sümpfen vergessen sind jetzt halt nur noch die 2-1 durch die Urkunden und 1 bei der Schießbude. Ja, die Schießbude, da wollen wir als nächstes holen. Wir brauchen halt nur die Urkunden. Das kann ich aber erst. Beziehungsweise das mit den Urkunden mache ich erst, wenn wir alle Bereiche fertig haben. Okay. Nein, ich möchte jetzt nicht speichern, danke. Na natürlich, voll noch durch den letzten Pixel. Dann nehmen wir halt die Blume. Und machen Floppen. So. Und rüber. Aber ich freue mich, dass das mit der Musik so gut klappt hier in dem Spiel jetzt. Bei Discord. Hm. Ah. Weil, falls es wer noch nicht wusste, man kann jetzt auch Spielsounds über Discord während der Bildschirmübertragung übertragen. Wenn man das während man das Spielfenster auswählt. Und es funktioniert sogar hervorragend. Denn jetzt, das könnte halt erst bei Breath of the Wild bei mir sein und das dauert noch eine ganze Weile. Ja, wir haben Breath of the Wild endlich fertig aufgenommen. Wow. Nach knapp anderthalb Jahren. Ist das Projekt fertig auf seiner Platte? Wenn's mit Wind Waker auch schon recht gut ist. Wenn's gut geht, kann ich sogar diese Woche auch beenden, wenn die Lust noch weiter anhält. Also sollte ich was eine schlimmere Auszeit bevorstehen, dann hätte ich auf jeden Fall alles auf YouTube können veröffentlichen. Nice. Das sollte wahrscheinlich sogar bis Ende Jahr reichen. Sehr gut. Ist jetzt mal gefühlt geschätzt, ich weiß nicht, wie viel es genau sind. Du da oben, kannst du mich mal? Hallo Wolf. Du kannst mich auch mal. So, zur Schießbude ging es hier lang. Da vorne ist sie auch schon. Hier gibt es auch eine neue Angelstätte, die gab es im Original auch nicht. Gibt es da irgendetwas Interessantes von 6 bis 10 Uhr? Also bei den Angelstätten nur ein Bonus. Bin ich sogar vortrüblich, ich habe die Angelstätte bei OT gehasst. Aber nicht gerade so sehr gehasst, dass ich gesagt habe, ich mag den Mist nicht. Das hat mich immer aufgeregt, wenn der Fisch, den ich haben wollte für die Belohnung, mir immer dann kurz vor dem Ziel abgesprungen ist. Ja, das kenne ich sehr gut. Glena, alles klar, willst du mal spielen? Ein Spiel kurz 20 Rubin? Okay. Grüß ihn einfach, da kommen gleich Ziele, da musst du drauf schießen, aber treffe mich nicht. Wenn du Ziel nicht B gedrückt hältst, triffst du überhaupt nicht. Also verstanden, Glena? Wo ist er denn? Wo sind die Scheißkrähen da? Perfekt. Gar nicht mal schlecht. Ein Perfekt ist
selten einfach mal schlecht. Also, da können wir es so lassen. Perfekt, das ist der Kleine. So, jetzt haben wir einen großen Köcher. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, müssen wir ein Herzteil bekommen, oder? Ja. Müsste man da nicht irgendeine bestimmte Punktzahl bekommen? Schau jetzt gerade mal nach. Also da steht jetzt nichts mit einer Punktzahl. Dann versuchen wir es. Einfach nur perfekt. Versuchen wir es nochmal. Ey, den habe ich noch getroffen. Bullshit. Ja, hab ich gesehen. Sogar noch viel schneller als vorhin. Wow! Das war fast doppelt so schnell. Wow! So. Und das nächste Herzteil. Yay! So, jetzt sind wir hier auch fertig. Jetzt gibt es nur noch das Geld abzugeben und dann können wir direkt in die Vergangenheit reisen. Fuck, wie war das Lied nochmal? Ja, haben wir so geschafft. Also. Sehr gut. Okay, so. Rubine einzahlen. Ich will ganz, ganz viel einzahlen. 923 Rubine und 5000 brauchen wir, meine Fresse. Na gut, das sollten wir aber ohne Probleme hinkriegen. Ja. Gut, Dämmerung zu. Stell es so da, als wär's ein Klacks. Naja, ich hab auch ein paar Mal ordentlich daneben geballert. Weil das Spiel meinte, naja, das ist kein Treffer, obwohl du eigentlich eindeutig getroffen hast. Die Emulator-Version dazu spielen, das war ein Horror, ey. Kann ich nur bestätigen. Der schnellste Weg zu den Bergen führt durch das Nordtor. Das kann man im Original-LP auch wunderbar sehen, wie schrecklich das war. Nein. Ich hab das dieses Jahr mal gespielt und ich habe auch einige Versuche gebraucht, bis das geklappt hat. So, erstmal den Lauf der Zeit verlangsamen. Dann werden wir uns noch kurz unsere täglichen Rubine abholen. Mein täglich Rubin gibt mir heute und so. Ja, du hast dich nicht verhört, Road, das war wirklich keiner. Ja. Muss da mal langsam gewohnt sein. Hopp. Hopp. Natürlich, du Blöder. Halt dich doch fest. Ich will doch nur die 100 Rubine haben da oben. So, und nochmal.
Na endlich, was war jetzt so schwer daran gerade? Nichts. Krankenwagen gehören doch zu dem Stream, da hat Andy vollkommen recht, Rowdy, also. So. Einfach in die Zeit zurückreisen und sich die 100 Rubine immer wiederholen. Irgendwann hat man 5000. Aber der schnellste Weg ist das aber natürlich nicht. Gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Yep. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir gleich einmal noch aus einem Busch Pfeile bekommen. Ja, jetzt haben wir haben schon genügend Pfeile. Beim ersten Mal durchspielen habe ich mich wirklich gefragt, wie ich da oben durchkomme. Das war für mich so. Das geht nicht, da kommt man nicht lang. Bis ich aus Frust da irgendwann mal hochgeschossen habe und dann, oh, das geht ja doch. So. Der Aufgang zu Pekeberna ist frei. Jetzt lass mich auch da mal lang. Dort drüben ist der Eingang, Aufgang, wie auch immer Gang. Wir können uns natürlich noch mit dem Dodongo anlegen. Machen wir jetzt aber mal nicht. Die geben aber, wenn ich mich recht erinnere, gute Rubine. Vor allem die großen, die geben so viel, ich weiß, immer 50. Wir halten sie halt viel aus. Am meisten Sinn würde es machen, wenn man mit der Schmörgelklinge dran geht. Ach ja, der Geier, den erinnere ich auch. Mit dem müssen wir halt irgendwas noch machen, damit wir an ein weiteres Herzteil kommen, wenn ich mich recht erinnere. Dem Geier? War da nicht irgendwas, wo man mit dem irgendwas machen muss, oder? Geier eigentlich, glaube ich nicht. Er hat immer nur Rubine getroppt, wenn man ihn besiegt hat. Da habe ich wahrscheinlich man was kann anderes im Kopf. Aber konnte einem Gegenstände klauen, wie zum Beispiel mal das Schwert, und das musste man dann wieder zurückkaufen. Bullshit. Oder Alternative, man hat einfach die Zeit zurückgelassen, man hat es wieder. Voll ja. Unlogisch, aber es hat funktioniert. Anu. Wo bist du, scheiß Gegner? Da bist du. So. Da oben ist nichts. Da würde man nur. Oder war da was? Jetzt bin ich neugierig. Oh, ich bin so ein Idiot. Oh, das hat funktioniert. Wow. Ja. Wow, hier waren 3 Rubine. Ich habe eine Bombe verschwendet. Juhu, kriege ich. Bitte gib mir. Okay, gut. Das war jetzt mal. Sau interessant und ich finde es noch interessanter, dass Mashi mal zu einem Stream von mir kommt. Das ist mal eine seltene Ehre. Ja, was machst du hier? Wie geht's? Ach ja, einen schönen Abend. Ja, wie geht's dir denn so? Wie war dein Tag? Wir sitzen mit das Haus. Ja, gut. Erstmal Ei Eule. Ja, ich möchte einmal zwischenspeichern. So, und dann würde ich nämlich an der Stelle einfach mal sagen, wir beenden mal den Part. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war euer Keanu mit Majora's Mask 3D Relet's Play. Irgendwie sowas in der Richtung mit dabei. Krass, Sonic 86. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.